Welcher Hai bist du eigentlich? Bist du Bruce, Hammer oder bist du Hart? Willkommen zurück bei Gangberries! Ich spiele immer noch Jaws, weil ich so viel Spaß dran hab. Toten der Nacht. Nein? Ja, wie du willst, ne? Warte, habe ich jetzt Start gedrückt oder nicht? Ich glaube nicht. Nee. Ich wollte da eigentlich durch. Kann ich da nicht durch? Dort beginnt ein Level. Also mein Hauptauftrag. Ja, okay, da wollte ich doch hin. Ja, dann kannst du machen. Ja, okay. Dann sind die Toten der Nacht dein nächstes Level. Alles klar, sagt mir das doch einer mal. Mensch. Bei Skyrim wird auch nirgendwo gesagt, was deine Hauptquest ist. Naja. Aber da ist der Pfeil definitiv deutlicher, wo ich hin muss. Ach so, ja gut, aber... Oh, das ist ja bei dir. Trotzdem wird da ja auch nicht so nach Wichtigkeit gesagt. Ist das ein Lagerfeuer, das ich stören kann? Oh, das wäre so geil, wenn du einfach den ganzen Weg über den Strand slidest. Boah! Oh. Das wäre lustig. Herr Bürgermeister, wir müssen eine Poolparty veranstalten. Das ist wirklich unsere einzige. Eine Unterwasserpoolparty. Eine Unterwasserpoolparty. Das ist wirklich das einzige Problem, was wir gerade haben. Geskippt. Scheiße. Es ist wahrscheinlich nicht viel passiert, außer dass jetzt Leute sagen, wir dürfen nicht ins Wasser, da ist ein weißer Hai. Und andere wichtige Leute sagen, natürlich gehen wir ins Wasser. Wir lassen uns doch von so einem Hai nicht irgendwie unterkriegen. Und ganz, ganz viele lustige Teenies, wie das in den meisten Filmen ist, gehen einfach an den Strand. Und machen große Partys. Und dann komm ich, mach alles kaputt. Ah, nicht getroffen. Ja, ich hab doch noch genug. Ich glaube, hier draußen waren nämlich keine. War nichts Essbares. Deswegen musste ich mich beeilen. Ja, deswegen hast du quasi dieses Zeitlimit gerade. Ah, der andere Stromkasten noch. Genau. Ich kann mich hier tatsächlich jetzt gerade gar nicht mehr dran erinnern. Ernsthaft? Hier schon nicht? Nee. Ich kann mich nur noch an ein paar Sachen erinnern, vor denen ich entweder viel zu viel Angst hatte oder die noch sehr, sehr lustig waren. Aber ansonsten weiß ich jetzt noch nichts mehr. Jetzt darf ich wieder Schwimmer essen. Oh, ich glaube, da unten ist eine Platte. Kummerschild. Nom, 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 nom. So, jetzt habe ich aber extrem Hunger. Sind das Fische? Ja. Oh. Oh, nom. Eine gute Robbe für zwischen die Zähne. Ah, ich hab dich gesehen. Ich finde das so geil, dass man hier Nummernschilder sammeln kann, weil ich ja eh schon so ein Nummernschild-Fanat bin. Vicky sammelt Nummernschilder, die Sinn machen. Ja. Das geht ja tatsächlich teilweise nur in Deutschland. Beziehungsweise geht das auch teilweise noch in Europa? Weiß ich tatsächlich gar nicht. In den meisten europäischen Ländern tatsächlich nicht. Nee? Nee. Da sind zu viele Zahlen dabei, ne? Ja, die dürfen ja gar nicht. Können keinen Sinn ergeben, weil das irgendwie festgelegt wurde. Ich hatte mal meine Mutter gefragt, wie das halt damals in Ungarn war. Du hast war. Nicht hereingepirscht. Muss ich mich pirschen? Naja, jetzt auch nicht mehr. Aber was war in Ungarn? Ich hatte sie mal gefragt, ob es in Ungarn auch Nummernschilder gibt, die Sinn ergeben. Und da meinte sie, nee, bei denen ist es tatsächlich so, dass man sich halt einfach nicht zusammenhängende Variation von Buchstaben und Zahlen halt entweder aussucht. Ich glaube, die bekommt man. Man kann die sich gar nicht aussuchen. Eben, denn sonst wäre genau, ja, Sinn da das war das. Drin sehen. Ich muss das auch gerade also, nicht ja, dann geht das höchstwahrscheinlich tatsächlich nur ein bisschen bei uns. Ich meine, bei uns kann man sich ja auch nur ein wenig aussuchen. Ja. Ja, in Amerika also, geht sowieso. Warum? Scheinbar kann man sich jetzt komplett aussuchen, was man drauf haben will, ne? Man konnte sich doch nur aussuchen... Man konnte sich die beiden vorigen ja nur dann aussuchen,
in der Hinsicht, in welchem Stadtteil, also in welcher Stadt will ich tatsächlich jetzt geschrieben sein, aber du kannst jetzt nicht irgendwie... Du kannst dir die Stadt aussuchen. Ja, genau. Man kann sich die Stadt aussuchen. Ne? Aber und dann kannst du ja immer noch dazu sagen, zum Beispiel, wenn du jetzt in... was sage ich jetzt mal? Stuttgart. Stuttgart ist kein gutes Beispiel. Das hat halt nur S. Zum Beispiel in Bochum. Wir wohnen nicht in Bochum. Aber Bochum hat BO. Da könntest du dir dann trotzdem Bochum nehmen und dann zum Beispiel sowas wie Boy oder so draus machen. Ja, das wäre auch noch cool. Boy. Jetzt habe ich verpasst, was ich machen muss. Da haben ein paar Jungs irgendwie Fässer ins Wasser geworfen. Ups, zerstöre die Fässer? Jau. Hier musst sind du toxisch? Ich weiß es gar nicht mehr. Guck mal, wo die Fässer überhaupt sind. Da. Weil, ich glaube, du musst die Fässer nämlich jetzt tatsächlich werfen. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Guck mal. Aua! Das schadet mir. Jo. Ich weiß nicht mehr, ob du die stupsen musst, oder... Achtung, ja, was sehe ich. Komm her, kleine Robbe. Dann hast du wahrscheinlich keine Zeit, die mir schnell ins Maul zu nehmen. Nee. Explodieren sofort. Schwanzschlag? Oh, warte, da liegt was. Die haben es auf mich abgesehen. Oh, das ist ein Skelett? Yeah! Menschliches Skelett gefunden, ja super. 3000 Punkte! Husis! Ah ja, genau, mach einfach mal. Ja, hier ist so ein roter Punkt auf meiner Karte. Ich dachte, ich... Und ich da was? Ist Jaws tot. Oh nein! Zu viele Harpunen. Scheiße. Krieg ich jetzt nochmal diese tolle Sequenz? Du kriegst jetzt die Sequenz nochmal, wo die Tonnen da reinhauen. Diese tollen Dudes. Die tollen Dudes! Die mein tolles Zuhause ruinieren. Die Sunny Boys. Alter, die mache ich platt. Also, ich zerfetz die! Hey, Jungs! Ja gut, ich muss mir das... Komm, wir fahren auf die Brücke und werfen diese absolut untödlichen Fässer. Oh, der Stand zerstöre. Sorry. Dich hebe ich mir auf, kleine Robbe. Aber dich nicht! Du stirbst sofort! Was? Ich esse die doch gerade! Ja, ich glaube, hier sind zu viele Harpunen, Leute. Du wirst die ganze Zeit von Harpunen beschossen. Deswegen, hier ist es ein bisschen gefährlich. Ist Hai oder Robben gewesen? Irgendwas. Haie. Da steht ein kleiner Hai. Kleiner Hai. Okay. Ah. Das ist noch kaputt. Oh ja, du kannst das Skelett ja nochmal einsammeln. Ja. Nehm mir das Skelett und esse es. Ist das Skelett? Die haben voll Scheinwerfer auf mich gerichtet. Voll die Wichser. Obwohl die mich gar nicht sehen. So im Rampenlicht willst du gar nicht stehen. Ah, ich bin gleich schon wieder tot. Wo sind die Mongos? Die sind unerreichbar. Ja, ich weiß. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo da überhaupt die Fässer runterkommen. Ich habe die nämlich da gerade gar nicht mehr gesehen. Ach, ich muss erstmal essen. Okay, erledigt. So. Genau, weil hier sind die Fässer. Genau. Explodieren die wirklich sofort? Du kannst ja diesen Schwanzschlag machen. Ich kann mich an irgendwas erinnern. Kann ich? Was sind alles deine Angriffe? Ich kann nur das hier machen. Ich kann keinen Schwanzschlag. Ich kann nur so eine Ramme machen, die hier kann ja? Ich. Ja? Ja. Okay. Was ich weiß. Verdammt, so viele verfälschte Erinnerungen habe ich an dieses Spiel. Wie geht denn das? Leuchtet da hinten noch immer schon? Da hinten leuchtet was. Da hast du vollkommen recht. Das ist gerade sowieso das Wichtigste, ne? Also Nummernschilder sind. Total, für mich ist das immer das Wichtigste. Es gibt nichts Besseres auf der Welt. Du kannst, glaube ich, inzwischen von deinen ganzen Punkten dir auch Upgrades mal holen.
Stimmt. Falls du das mal willst. Fähigkeiten. Ich habe vielleicht voll viel. Oh mein Gott. Hilft dir das. Ja, du könntest ne, die ganze Reihe tatsächlich voll machen. Yay! Geil. Stimmt, man kann hier Angriffe freischalten. Aus dem Wasser springen. Cool. Ja, alles klar. Hm, ja, ja, komm. Tempo. Hunger. Ich glaube, bei Kraft bekommst du immer einen neuen Angriff, genau. Also dann habe ich weniger oder langsamer Hunger und wahrscheinlich genau. Gesundheit ähnlich. Ja, okay. Ja, so. Okay, jetzt habe ich noch einen extra, dann nehme ich nochmal Kraft. Jetzt hast du nichts mehr übrig. Oh, stimmt. Ah, 20.000. Der dritte Punkt kostet, genau, der kostet alles jetzt doppelt so viel. Gut, aber damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der Folge angelangt. Okay. Bis zur nächsten Folge finden wir heraus, wie man diese lustigen Fässer kaputt macht, okay? Ja, alles klar. Oh, alles klar. Okay. Tschüssen. Tschüssen.